Nach unserer sehr guten Nacht in diesem tschechischen Hotel orientierten wir uns dann Richtung Altstadt. Hierfür fuhren wir mit der Straßenbahn ungefähr 30, 40 Minuten Richtung Innenstadt. Hier konnten wir schon einen ersten Blick auf die zahlreichen Prager Brücken erhaschen. Prag gilt ja als die goldene Stadt. Zahlreiche Touristen waren ebenfalls mit uns dort. Auf dem Fluss sind auch sehr viele Boote unterwegs, mit denen man so Touren machen kann. Hier im Hintergrund sehen wir eine der Hauptkirchen und davor den Palast. Das ist auf der Karlsbrücke und um die Karlsbrücke herum die Hauptattraktion überhaupt. Auch hier zahlreiche Liebesschlösser. Das ist nochmal der Turm, der zur Brücke gehört. Das hier sind Spezialitäten, die es anscheinend nur in Prag oder besonders in Prag gibt, die man sich dort kaufen kann. Die werden mit verschiedenen Sachen gefüllt und dann kann man die essen. Als erstes machten wir im Prinzip, also überschritten wir die Karlsbrücke, dann gingen wir so in Richtung Innenstadt. Man muss dazu sagen, als kleiner Tipp, es gibt um die Karlsbrücke herum so kleinere Läden, da kann man Getränke kaufen und so. Alles für völlig überteuerte Preise. Wenn ihr so ein bisschen weiter in Richtung Innenstadt geht, da fahren dann hier zum Beispiel diese Straßenbahnen, die auch gar nicht so teuer sind, wie ihr gerade gesehen habt. Und dort gibt es auch Einkaufszentren und einen normalen Supermarkt, wo ihr ganz normal einkaufen könnt. Und das ist, ich schätze mal, nicht mehr als ein Kilometer von der Brücke entfernt. Zahlreiche Verzierungen an den Gebäuden und Kirchen beeindruckten uns. Hier nochmal das Interkontinental, welches in einem älteren Stil gehalten ist, aber optimal gelegen. Diese langen Oldtimer, diese Cabrios, was wir da gerade gesehen haben, hier sind noch einige echte Oldtimer, kann man mieten. Und mit diesen Cabrios machen die ganz viele Stadtrundfahrten. Das ist ja auch nochmal eine dieser, das ist direkt am Interkontinental, da kann man dann auch über die Brücke und im Prinzip auf der anderen Seite dann den Berg hoch und von oben dann, hier gibt es auch ein Schiff, das heißt Hamburg. Und von der anderen Seite kann man dann im Prinzip noch eine andere Perspektive über Prag gewinnen. Hier eines der Top-Fotomotive. Und hier sind wir auch schon ein bisschen weiter, da können wir noch ein bisschen mehr. Hier ist es nochmal. Also die Karlsbrücke und die weiteren Brücken, alles auf einem Bild. Da oben gibt es so ein kleines Restaurant, da kann man auch ein Stück Kuchen essen. Das war, glaube ich, ein alter Palast und hier sind wir schon wieder auf der Rückfahrt. Strasnica hieß unsere Bahnstation und wir waren insgesamt 2 Tage in Prag. Das ist jetzt hier schon der 2. Tag. Und hier gehen wir dann in den Palast hinein. Da geht man so eine Treppe hoch, dann wird man erstmal kontrolliert mit Sicherheitskontrolle, ob man da nicht irgendwelche Bomben einschleust oder Waffen oder was auch immer. Und dann kann man im Prinzip in diesen Innenbereich. Da ist der Palast, da ist diese große Kirche und auch eine kleinere Kirche und viele Sachen. Man kann auch irgendwie so ein Kombi-Ticket kaufen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Das wahre Highlight ist im Prinzip die große Kirche, die dort ist. Und der Palast vielleicht noch, wir waren ja in beidem nicht drin. Aber hier haben wir den Palast. Und hier nochmal eine schöne Kirchenaufnahme. Ganz tolle Verzierung.
Hier wurden auch Fotos von einem japanischen Hochzeitspaar, japanisch oder chinesischen Hochzeitspaar gemacht vor der Tür. Und das hier ist leider die Schlange zur Kirche. Also da wird man sicherlich einige Stunden anstehen. Hier noch eine historische Straßenbahn, die allerdings ganz normal dort läuft. Hier haben wir nochmal einen anderen Weg beschritten. Das ist im Prinzip außerhalb der Stadt, aber auf dem Weg dahin. Und hier ist eine kleine Gasse, die sogar eine Ampel hat, weil sie so schmal ist. Es gibt also um die Karlsbrücke, wie ihr seht, herum ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die man alle einfangen kann. Das ist wirklich sehr schön. Tagsüber ist es allerdings auch sehr voll. Das hier ist die Deutsche Botschaft. Die befindet sich, wenn man von der Karlsbrücke stadtauswärts geht, dann gibt es da noch im Prinzip so ein bisschen Gebirge, Landschaft, was so ein bisschen hoch geht. Und da sind wir auch nochmal rauf. Hier im Hintergrund kann man auch sehen, dass Prag nicht nur aus dieser Altstadt besteht, sondern auch aus vielen Hochhäusern, Plattenbau. Hier ist das nochmal zu sehen. Das ist so eine kleine Bahn, mit der man da hoch und runter fahren kann. Und von oben gibt es auch ein Restaurant, da kann man, wenn was frei ist, was essen. Und später kann man dann wieder gemütlich runterlaufen. Jetzt war gutes Wetter und wenn ich mich richtig erinnere, auch Wochenende. Und somit war sehr viel los. Da war auch so eine Musikveranstaltung. Viele Boote draußen. Das könnte eine Staatsoper gewesen sein. Das war jetzt in einer Seitenstraße und hier waren wir in einem vegetarischen Restaurant, Estrella. Auch sehr ausgefallene und schöne Speisen. Nicht unser Top-Highlight auf dieser Reise kulinarisch betrachtet, aber auch schon sehr gut. Und die Italienerin, die rothaarige Italienerin, die das betrieben hat, war auch sehr sympathisch. Hier sehen wir auch Gold oben auf den Häusern. Und hier kann man zum Beispiel auch in einem Ball über den Fluss laufen. So, jetzt wird es langsam Abend. Haben wir noch mal einige Impressionen rund um die Brücke gemacht. Das Stadtgebiet ist, wenn man das erste Mal da ist, relativ groß. Also es erschlägt dann so ein bisschen. Wenn man das aber alles erstmal abgelaufen ist, also wenn man 2 Tage Zeit hat, kann man das gut machen. Und das ist jetzt nochmal Prag bei Nacht. Karlsbrücke und hinten der Palast und die Kirche. Wunderschöne Impression. Ja, und am nächsten Tag haben wir Prag dann verlassen und sind dann wieder Richtung Buxtehude gefahren und haben noch einen Stopp im Outlet in Wolfsburg gemacht und waren dann am 19.06. wieder in Buxtehude. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben, wenn ihr mögt. Danke.